Diese Corona-Zeit ist eine spezielle Zeit. Keiner von uns hat so etwas schon mal erlebt und durchgemacht und irgendwie fühlt sich das ganz merkwürdig an. Ich habe den Eindruck, auf der einen Seite geht die Zeit sehr langsam vorwärts. Also wenn man so darauf schaut, hey, wann darf man wieder das und darf man wieder das, dann geht es sehr langsam. Und auf der anderen Seite, wenn ich zurückschaue, sind wir jetzt 3 Monate in dieser Phase drin und es fliegt irgendwie, ja, so für mich gefühlt. Und es ist vieles anders, als wir es eigentlich gewohnt sind. Und die Corona-Zeit, glaube ich, kann man mit gutem Grund als Krisenzeit bezeichnen. Als Krisenzeit sicher für unsere ganze Welt, wo wir auf verschiedenen Ebenen herausgefordert sind. Als Krise für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander, ein solidarisches Miteinander, für unser Gesundheitssystem, für unsere sozialen Strukturen, für unsere wirtschaftliche Situation und so weiter. Also es ist eine Krisenzeit, nicht nur insgesamt, sondern auch persönlich, denke ich, für jeden von uns mehr oder weniger, vielleicht unterschiedlich gelagert, wie wir das empfinden. Aber so eine Krisenzeit, diese Corona-Zeit, hat auch Chancen. Und Krisen bedeuten immer auch, dass wir die Möglichkeit haben, das zu reflektieren und daraus zu wachsen, daraus zu lernen. Und dazu will ich euch einladen, dass wir da ein bisschen einsteigen, dass wir schauen, dass du selbst schaust, was kommt in dir zum Vorschein? Was ist in den letzten 3 Monaten in dir zum Vorschein gekommen? Was befindet sich vielleicht unter der Oberfläche, was du vorher in deinem Leben, in deinem Alltag, der vielleicht zugepackt war mit allen möglichen Dingen, nicht so wahrgenommen hast, was jetzt an die Oberfläche gekommen ist durch diese Krise, durch diese Chance, die jetzt da ist? Und ich will dich einladen, dass du diese Chance, die du jetzt hast, nicht verpasst, nicht vergeudest. Dass wir nicht in einigen Monaten zurückschauen und sagen, ja, da ist eigentlich gar nichts, ich habe gar nichts daraus gelernt. Es hat sich nichts verändert in meinem Leben oder in meinem Christsein. Ich will dich ermutigen und herausfordern, dass wir uns selbst hinterfragen und hinterfragen lassen. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die uns helfen können. Die lese ich jetzt nur kurz vor, aber diese Fragen können uns helfen, diese Krisenzeit für uns persönlich zu reflektieren, zu dem, was zum Vorschein gekommen ist. Muss mal weiterklicken hinten. Also es gibt sicher noch mehr Fragen, das ist eine Auswahl der Fragen, die ich so gesammelt habe. Ich kann mich fragen, hey, was ist mir wirklich wichtig? Was habe ich in den letzten 3 Monaten gesehen, was mir wirklich wichtig ist? Was ist das, was ich wirklich am meisten brauche? Worauf kann ich am wenigsten verzichten? Oder du kannst auch schauen, okay, wenn du alles andere wegnimmst und nur das bleibt, oder was bleibt dann? Was zählt wirklich dann, wenn ich alles andere weg habe? Was sind meine persönlichen Ziele und Pläne für mein Leben, für diese Zeit, in der ich bin? Setze ich mir Ziele, was ich erreichen will, wie ich wachsen will vielleicht auch in meiner Beziehung zu Jesus? Was bringt mich an die Grenzen meiner Kräfte? Vielleicht hast du gemerkt, dass du an die Grenzen oder über die Grenzen deiner Kräfte gekommen bist durch verschiedene Umstände und Situationen. Und du kannst es reflektieren und sagen, hey, warum ist das so? Warum bin ich da über meine Grenze gekommen? Was sind die Ursachen? Was sind die Zusammenhänge dafür? Eine weitere Frage ist, wieso mache ich mir Sorgen? Wenn ich mir Sorgen mache, warum ist das so? Warum mache ich mir Sorgen? Wovor habe ich vielleicht Angst, dass das und das eintritt, wie meine Zukunft aussieht, was sich verändert, was ich nicht im Griff habe? Und die letzte Frage, warum fällt es mir schwer, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, wenn ich Dinge nicht planen kann? Ich bin es gewohnt, als Pastor immer mit Terminkalender in der einen Hand zu leben und immer zu gucken, bevor mich jemand fragt, ob ich irgendwo Zeit habe, zu gucken, okay, habe ich da einen Termin? Und das ist so, das gewöhnt man sich an. Und es geht, glaube ich, vielen von euch so, dass wir gucken müssen, okay, wann sind welche Termine und wie wir was planen können und wann was und dann vorausschauend denken und planen und unsere Zeit einteilen können. Das ist in dieser Corona-Zeit völlig anders geworden. Ich glaube, in den ersten 8 Wochen habe ich meinen Kalender fast gar nicht zur Hand genommen, weil alles irgendwie gestrichen ist. Das war dann völlig egal. Und ich habe so von einem Tag in den nächsten gelebt. Also gerade was so die Termine. Und das war eine völlig neue Erfahrung für mich, was auch schön ist. Es ist, glaube ich, nicht realistisch, dass das in Zukunft immer so weitergeht. Aber trotzdem kann ich mich fragen, hey, was macht das mit mir,
auch in meiner Persönlichkeit, in dem, wie ich bin, in dem, wie ich mich zu Gott verhalte. Wieso fällt es mir schwer, wenn ich Dinge loslasse, wenn ich keinen Plan habe, was in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen passiert? Und wir können mehr Fragen durchgehen, aber das ist so ein Ansatz, wo du selbst auch für dich schauen kannst und reflektieren kannst, hey, was kommt eigentlich zum Vorschein in dieser Krisenzeit? Wie kann ich diese Krisenzeit nutzen, damit erst was Fruchtbares daraus kommt? Und wir merken, kannst eins weiterklicken, wir merken klar und deutlich in dieser Zeit, wir brauchen zu all dem eine solide und klare Grundlage, ein felsenfestes Fundament. Wir brauchen eine Grundlage, auf die wir uns verlassen können, auf der unser Leben steht. Und das nicht nur in Zeiten, wo alles gut läuft und leicht läuft, wie wir das vielleicht vorher eine ganze Zeit gehabt haben, sondern vor allem in Krisenzeiten. In Krisenzeiten merken wir, haben wir ein Fundament, was wirklich hält. Dort sind wir herausgefordert, in diese Situation hineingestellt, und werden feststellen, haben wir diese Grundlage, haben wir diesen Felsen, haben wir dieses feste Fundament. Und es ist notwendig und dringend, dass wir das haben. Und deswegen will ich euch mit hineinnehmen, dass wir uns in Erinnerung rufen und dass wir schauen, dass wir diesen Felsen, so einen Felsen brauchen, dass wir diesen Felsen in Jesus Christus natürlich haben. Er ist derjenige, der unsere Not sieht und der unsere Not wendet im wörtlichen Sinne. Er ist der Felsen und das feste Fundament und das gilt heute noch genauso. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen, in Psalm 62 zu David und dass wir dort sehen, wie wir Halt und Ausrichtung und Hilfe bekommen, gerade in solchen Krisenzeiten, in solchen durchrüttelnden Zeiten, dass wir eine solide Grundlage haben. Und David hat auch kein leichtes, einfaches Leben gehabt. Mit Höhen und Tiefen war es voll. Und wir sehen diesen Psalm und ich lese uns den Psalm und dann werden wir Stück für Stück durchgehen. Psalm 62, ihr könnt den Text auch an der Leinwand mitlesen. Für den Dirigenten, für Jedutun, ein Psalm Davids. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht? Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie einen. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein, auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch dagegen sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Legte man sie auf eine Waage, so würde diese Seite immer in die Höhe schnellen, denn sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf Besitz, den ihr von anderen erpresst habt. Setzt nicht eure Hoffnung auf geraubtes Gut. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott betont und mehrmals habe ich es vernommen. Alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Morgen dein Wort gibst, dein Wort in dieser Krisenzeit, dein Wort für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest und zu uns redest, in unsere Herzen sprichst, in unsere Situation hineinsprichst. Dass wir erleben und sehen und neu staunen und uns in Erinnerung rufen können, dass du der wirkliche Fels bist, dass wir in dir unsere Rettung haben, dass du der Gott bist, auf den wir uns verlassen können, in jeder Zeit. Ich bitte dich, dass du uns ganz fest auf dich ausrichtest, dass wir den Blick auf dich haben und dass du uns segnest, jetzt in deiner Gegenwart, durch deine Gegenwart, durch dein Wort, Herr. Amen. Dieser Psalm ist von König David geschrieben, der große König David.
Und er hat diesen Psalm geschrieben, wir lesen das ganz am Anfang in der Überschrift, für den Dirigenten, für Jedutun. Und Jedutun war damals im Prinzip so eine Art Lobpreisleiter. Der hat den Gottesdienst am Tempel geleitet, in Musik, in Lobpreis. Und David schreibt dieses Lied, es ist kein persönliches Lied nur für sich alleine, was er vielleicht in seiner stillen Zeit, in seiner Zeit mit Gott betet oder singt oder liest, sondern es ist ein Lied, was geschrieben ist für das Volk Gottes. Was jeder, der zum Volk Israel gehört, hören soll und mitsingen soll. Und deswegen ist dieses Lied für Jedutun, es ist für den Gottesdienst und es ist nicht nur für das Volk Israel geschrieben, sondern Gott hat es in der Bibel niederschreiben lassen und festgehalten, sodass wir davon profitieren, dass wir heute auch in unserer Zeit, auch viele Jahre später, 3000 Jahre später, dass wir von Gottes Wort profitieren, dass wir von diesem Psalm profitieren und dass wir sehen, wie Gott ist und was das für uns bedeutet, was für Auswirkungen das für uns hat heute in 2020. Dieser Psalm hat drei Strophen und er hat ein großes Thema. Und das große Thema ist, Gott ist mein Fels und meine Rettung. Gott ist mein Fels und meine Rettung. Und wir sehen das besonders wesentlich, sind diese zwei Wiederholungen. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Mitlesen oder beim Hören. Die Verse 2 und 3 und die Verse 6 und 7 sind ziemlich ähnlich, ziemlich parallel. Im Prinzip wie so eine Art Refrain. Sie wiederholen nochmal dasselbe. Vers 2, bei Gott findet meine Seele Ruhe. Und im Vers 6, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Er ist mein Fels und meine Rettung. Diese Sätze wiederholen sich und wir können schauen, oder ich will mit euch schauen, was lernen wir über Gott? Was lernen wir darüber in diesem Psalm, in diesen Versen, vor allem in den Versen 2, 3 und 6 und 7, wie Gott ist? Und wir gehen das kurz durch. In Vers 2 sehen wir, schreibt David, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Gott ist der Gott, bei dem wir zur Ruhe kommen können. Vielleicht hast du eine sehr stressige Zeit hinter dir. Du fühlst dich nicht einsam, sondern mehr gestresst und an der Grenze deiner Kräfte. Dann darfst du wissen, hey, Gott ist ein Gott, bei dem wir zur Ruhe kommen können. In all den Turbulenzen, die um uns herum sind, David sagt das, David hat auch kein leichtes, lockeres Leben gehabt, sondern viele Turbulenzen, viele Anfeindungen, gerade auch als König und sein Königreich. Aber er wusste, die richtige Adresse ist Gott. Dort kommt meine Seele zur Ruhe. Und dann sagt er weiter, von ihm kommt meine Hilfe. Er ist der, von dem ich Hilfe erwarten kann. Ich erwarte sie nicht von jemand anders, sondern ich erwarte sie allein von Gott. Von ihm kommt meine Hilfe. Er ist mein Fels und meine Rettung. Und hier steht dieses Wort, er allein. Er allein. Oder in manchen Übersetzungen, nur er ist mein Fels und meine Rettung. Das heißt, es gibt keine andere Option, wenn du einen Felsen suchst für dein Leben, wenn du Rettung suchst für dein Leben, dann gibt es keine andere Option, wo du hingehen sollst. David sagt, er allein ist mein Fels, er ist meine Rettung, er ist meine sichere Festung, meine Burg. Der Felsen ist das, wo, auf dem wir stehen, der fest und sicher ist, und die Burg ist das Sichere, wo wir hinlaufen können, wo wir geschützt sind vor Angriffen. Und im Vers 6 wiederholt David nochmal, von ihm kommt meine Hoffnung. Alles, was ich hoffe, alles, was mir Perspektive gibt, kommt von ihm. Und die Verse 8 und 9 ergänzen dann noch etwas, was wir über Gott sehen können in diesem Psalm. Meine Rettung kommt von ihm, meine Ehre verdanke ich ihm. Gott ist der, der mich ehrt. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Er ist meine Zuflucht. In Vers 8 und in Vers 9 schreibt David, er ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Zuflucht. Das sind eine Menge Begriffe. Und dass wir diese mal ein bisschen vor Augen haben, will ich uns helfen und die nochmal kurz sammeln und auf eine Tafel schreiben. Ich hoffe, ich schreibe leserlich genug und groß genug. Genau, also wir haben Gott. Bei ihm finden wir unsere Ruhe. Er ist unsere Hilfe. Von ihm kommt die Hilfe, sagt David. Er ist mein Fels. Er ist meine Rettung. Er ist meine Festung oder meine Burg. David sagt, von Gott allein
kommt meine Hoffnung. Er ehrt mich, von ihm kommt meine Ehre. Er ist mein Fels und er ist mein Halt. Er gibt mir Halt. Und das Letzte, Gott ist meine Zuflucht. Das sind die Begriffe, mit denen David in diesem Psalm Gott beschreibt. Das alles beschreibt Gott, Gottes Wesen, Gottes Wirken in unserem Leben und gerade da, wo es turbulent ist. Und vielleicht gibt es eine Sache dieser Stichworte, die dir ganz nahe ist, wo du sagst, das spricht mich besonders an, dieses Bild oder diese Formulierung, dass Gott meine Hilfe ist, dass meine Hilfe von ihm kommt, dass er meine Festung ist, dass er mein Halt ist. Dann darfst du das persönlich für dich nehmen. Dann darfst du das dir zusprechen lassen aufgrund von Gottes Wort. Das alles hast du bei Gott. Wenn du Gott hast, dann hast du das. Dann ist das dein solides Fundament mitten in dieser Corona-Zeit, mitten in der Krisenzeit und vielleicht kommen auch noch andere Krisenzeiten oder wahrscheinlich kommen andere Krisenzeiten auch in deinem und meinem Leben. Und das ist ein solides Fundament. Und ich will jetzt mit unseren Gedanken in diesem Psalm ein bisschen spezieller auf diese Formulierung eingehen, hauptsächlich. Die anderen hängen damit zusammen, da gehe ich auch ein Stück drauf ein. Aber wir sehen, Gott ist mein Fels in diesem Psalm. Dieses Wort kommt mehrfach vor. Und David wiederholt das. Das ist das Thema, was durchklingt. Gott ist mein Fels. Und wir haben das Bild, dass Gott dieser feste Fels ist. Du kannst die nächste Folie machen, da seht ihr das da vorne. Gott ist so ein Fels, fest und stark und unverwüstlich. Es gibt Felsen in den Bergen und es gibt Felsen am Meer, an der Küste. Ich habe jetzt ein Bild von der Küste genommen, wo das Meer tobt und braust und gegen diesen Felsen schlägt. Und stellt euch vor, der Felsen, da kommt eine kräftige Welle und der Felsen bricht einfach auseinander, zerbröckelt in seine Einzelteile. Dann wäre dieses Bild ziemlich grässlich, dass Gott mein Fels wäre. Aber der Fels steht für uns, wir verstehen das sofort, das funktioniert, der Fels bricht nicht auseinander, der Fels bleibt da. Der Fels ist seit Jahren, seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten da. Er ist felsenfest, er ist solide, da bewegt sich nichts. Bisschen ins Licht. Ja. Egal welches Wetter kommt oder welcher Sturm kommt, wie stark der Sturm auch sein mag, der Fels bleibt stehen. Und David sagt es, Vers 3, dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Ich habe diesen Felsen, und diese Formulierung nimmt David zweimal, dass er sagt, ich werde nicht zu Fall kommen oder ich wanke nicht. Ich stehe auf diesem Felsen, auf dieser Grundlage, Gott ist mein Fels und deshalb wanke ich nicht, deswegen schwanke ich nicht, deswegen falle ich nicht um. Und das ist das, was David erlebt. David erlebt Stürme, er erlebt persönliche Anfeindungen gegen ihn, Angriffe, die auf ihn gerichtet sind, die ihm das Königtum wegnehmen wollen, das, was Gott ihm gegeben hat, wo Gott ihn eingesetzt hat, die gegen sein Volk sind, Angriffe, persönliche oder nationale Angriffe. Und er erlebt in all diesen Krisenzeiten, Gott ist mein Fels. Gott ist mein Fels und das bedeutet für David gleichzeitig, Gott ist mein Fels und das bedeutet, er ist meine Rettung. Er ist nicht nur das solide Fundament, sondern ist derjenige, der mich rettet aus dieser schwierigen Lage, aus dieser Situation heraus. Er rettet mich und er ist nicht nur derjenige, der mich rettet, er ist meine sichere Festung, meine Zuflucht. Das heißt, ich stehe fest bei Gott, ich werde von ihm gerettet in diese herausfordernden Zeit und ich finde bei ihm meine Zuflucht, meine sichere Umgebung, meinen sicheren Halt. Und genauso wie David das erlebt hat, dürfen wir das erleben. Das ist die gute Nachricht. Die Angriffe, die auf uns kommen, auf unsere Welt, auf unser persönliches Leben,
was auch immer in deinem Leben zum Vorschein kommt. Vielleicht an Dingen, über die du erstaunt bist oder erschrocken bist, über die Zweifel, die aufkommen, über Gott oder über deine Beziehung zu Gott, über die Ängste, die auf einmal hochkommen, wo du dir gar nicht bewusst warst, dass das so in dir drin ist, über die Sorgen, die du dir machst, über die Not, die du empfindest und hast, ob das eine innere Not ist, ob das eine äußere Not ist. Unser Vertrauen sollen und dürfen wir da hinsetzen. Genau da, wo du gerade bist, darfst du das erleben, was David erlebt hat, dass Gott dein Fels ist. Dass Gott als der Fels feststeht. Dass er eine solide Grundlage, ein solides Fundament ist. Dass er deine Rettung ist, dass er deine Festung ist, zu der du Zuflucht nehmen kannst, bei der du Zuflucht nehmen kannst. Du darfst erleben, dass es der Gott ist, bei dem du zur Ruhe kommst, bei dem du Hilfe findest, bei dem deine Hoffnung einen sicheren Platz hat. Egal welches Wetter und egal welcher Sturm kommt und gekommen ist in den letzten Wochen und Monaten oder vielleicht auch noch vor dir liegt und vor uns liegt, das ist eine sichere und solide Grundlage. Unsere Hoffnung und unsere Zuversicht, unsere Zuflucht in dieser Welt und unsere Hoffnung für diese Welt liegt allein bei dem Felsen, auf dem wir stehen. Der Fels, der unsere feste Grundlage ist, Gott selbst. Gott ist mein Fels und meine Rettung. Und das wünsche ich mir, dass wir das konkret erleben, dass das greifbar wird für uns. Und das ist jetzt die nächste Frage. Wie bekommen wir das? Wie erleben wir das, dass Gott genau in dieser Zeit mein Fels und meine Rettung ist? Wie kannst du das erleben? Weil die Schwierigkeit für uns ist ja, dass wir das vielleicht wissen und lesen, aber dass unsere Realität manchmal so weit weg davon ist, dass die Stürme kommen und dass wir völlig aus dem Blick verlieren, wo eigentlich unsere Grundlage ist, wo unser Felsen ist. Und dass wir in Not sind, weil wir nicht wissen, wie können wir eigentlich Gott als unseren Felsen erleben. Und David hilft uns dabei in diesem Psalm. David gibt uns eine oder genau genommen zwei Aufforderungen mit. Das sind im Prinzip die einzigen Aufforderungen in diesem Psalm. In Vers 9. Und diese Aufforderung ist interessant, die richtet David nicht an sich selbst. Vorher redet er relativ persönlich und sagt, das ist mein Fels und meine Rettung und meine Zuflucht und mein Halt. Das ist persönlich David und Gott. Sondern jetzt bezieht er alle anderen ein, das ganze Volk Gottes. Er bezieht uns alle mit ein. Es ist nicht nur seine persönliche Erfahrung und sagt, nee, ich habe das so erlebt oder ich erlebe es so, sondern wir erleben und können das genauso erleben. Vers 9, lass uns das gemeinsam lesen. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Plural, vertraut. Ihr alle aus meinem Volk. David spricht alle an. Ihr alle seid jetzt adressiert. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Einen Vers vorher schreibt David noch, Gott ist meine Zuflucht. Und das ändert er hier und sagt, Gott ist nicht nur meine Zuflucht, Gott ist unsere Zuflucht. Es gilt für dich genauso wie für mich. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit und schüttet euer Herz aus. Das ist die Medizin, die Gott uns gibt, mitten in unserer Krisenzeit, um zu erleben, dass er unser sicherer Fels ist. Das ist unsere Hilfe, das ist unser Weg, Zuflucht bei Gott zu finden. Und diese Schritte können wir konkret gehen. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Setz dein Vertrauen, was ist das? Setz deine Hoffnungen. Setz dein Leben. Setz deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Anbetung. Das, was dir wichtig und wertvoll ist, setz dein ganzes Herz auf ihn. Auf diese eine Karte, auf diesen einen Felsen. Vertraut auf ihn. Vertraut auf ihn. Setz es nicht auf irgendwas anderes.
Setz dein Vertrauen nicht auf deine eigenen Fähigkeiten und Stärken. Setz dein Vertrauen nicht auf deine eigenen Erfahrungen. Setz dein Vertrauen nicht auf irgendwelche Dinge, die dir Status geben und Anerkennung geben. Setz dein Vertrauen nicht auf jemand anderen. Und wenn er noch so ehrbar und toll und wertvoll ist, setz dein Vertrauen allein auf ihn. Das ist der Weg, zu dem David uns auffordert. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Das gilt zu jeder Zeit. Diese Medizin in Krisenzeiten ist geeignet zu jeder Zeit, in jeder Lage. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo das nicht angemessen wäre, wo das nicht ausreichen würde, wo das nicht funktionieren würde, dass du dein Vertrauen in dieser Zeit und in dieser Situation und in dieser Phase allein auf Gott setzt. Und so gilt das auch in dieser Corona-Zeit, so gilt das auch heute, so gilt es jetzt, so gilt es dir und so gilt es mir. Wir sollen und dürfen auf ihn zu jeder Zeit vertrauen. Unser Vertrauen setzen auf den, der der verlässliche Felsen ist. Und ein bisschen später im Psalm macht David den Kontrast und macht uns deutlich, worauf wir nicht vertrauen sollen. In Versen 10 und 11. Er sagt, nur ein Hauch dagegen sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Wir sollen nicht auf Menschen vertrauen, nicht auf menschliche Sicherheiten wie Besitz oder Reichtum oder Status oder Anerkennung. Wir sollen nicht unser Herz daran hängen, schreibt David. Und er gebraucht dieses Bild wie von einer Waage. Er sagt, legt man diese Menschen, dieses Vertrauen, was du da rein setzt, legt man das auf eine Waage, und dann sagt er, dann schnellt es in die Höhe. Wenn du was auf die Waage legst und die eine Seite geht sprunghaft nach oben, dann weißt du eine Sache. Diese Seite ist viel, viel leichter als die andere Seite. Und das ist das Bild, was David hier braucht. Er sagt, diese Sicherheiten, dieses Vertrauen, was wir in Menschen und in menschliche Sicherheiten stecken, ist so leicht, das schnellt sofort in die Höhe, wie auf einer Waage. Es ist nur ein Hauch, ein Atemzug, ein Hoch. So leicht ist es. Und wir neigen dazu, und ich neige dazu, trotzdem oft auf Menschen zu vertrauen, auf mich selbst zu vertrauen, auf menschliche Sicherheiten zu bauen und muss erleben in Krisenzeiten, das ist zu leicht. Das schnellt in die Höhe. Das funktioniert nicht. Ich brauche einen Felsen, der mich am Boden hält, der mir solides Fundament gibt. Ich muss mein Herz an diesen Felsen hängen. Und nicht an irgendwelche Errungenschaften oder Leistungen oder Reichtümer oder Besitztümer. Und es ist tragisch, dass wir auch als Christen immer wieder in unserem Leben den Felsen haben, Jesus Christus, unser Fels, aber dass wir gar nicht auf dem Felsen stehen oder nicht die ganze Zeit auf dem Felsen stehen. Stell dir das vor, du hast diesen Felsen im Wasser, es kommt ein kräftiger Sturm, und du stehst daneben, im seichten Sand. Und der Sturm kommt und du wirst einfach mit weggespült. Du hast den Felsen da, aber du stehst nicht auf ihm, sondern du stehst ein paar Meter daneben und verpasst es, die solide Grundlage in deinem Leben zu haben. So ist das, wenn wir uns nicht auf Gott verlassen, sondern auf uns selbst oder auf andere Dinge, die uns wichtig sind. Deswegen sagt David, vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Das ist unsere Grundlage. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Und das Zweite, was er uns empfiehlt, wozu David uns auffordert, schüttet ihm euer Herz aus. Das ist ein tolles Bild. Schüttet ihm euer Herz aus. Mir ist was dazu eingefallen. Das ist ein Rucksack von unserem Sohn. Da sind Autos drin. Und wisst ihr, oder ihr wisst vermutlich, oder ahnt es vielleicht, wie holen Kinder, zumindest im gewissen Alter, ich meine, das ändert sich irgendwann möglicherweise, aber wie holen Kinder diese Autos aus diesem Rucksack? Es gibt einen simplen, einfachen, schnellen, effektiven Weg. So, ne? Man sieht sofort, was man hat. Man kann anfangen zu spielen. Oder genau so funktioniert es. Das ist Ausschütten.
Wir Erwachsenen neigen dazu, so einen Rucksack zu haben und zu nehmen und dann Stück für Stück einzeln, so vorsichtig die Sachen rauszuholen, vielleicht nochmal genauer anzuschauen und hinzustellen. Und es hat bei Autospielen vielleicht auch was für sich, aber in unserem Bild nicht. David sagt, schüttet euer Herz aus. Schüttet euer Herz aus, und zwar bei Gott. Hol nicht deine Sorgen und deine Schwierigkeiten einzeln heraus und begutachte sie von allen Seiten und dann brauchst du Jahre, bis du dein Herz ausgeschüttet hast. Schütte dein Herz aus, wie ein Kind den Rucksack ausschüttet mit den Spielsachen. Schütte dein Herz einfach aus. Alles, was drin ist, soll rauskommen. Alles, was dich belastet, alles, was dich bewegt, deine Sorgen und Ängste und Zweifel und Nöte, deine Freuden und dein Glück, deine Hoffnung, alles, was dir wichtig und wertvoll ist, soll ausgeschüttet werden. Du selbst sollst dein Leben, sollst dich selbst ausschütten vor Gott. Was für ein wunderbares Bild. Gott ist die richtige Adresse dafür. Da schütten wir unser Herz aus. Es ist der Gott, der unsere Zuflucht ist. Ich stelle mir das so vor in einem Bild. Du bist in einem Sturm und was machst du? Du suchst eine Zuflucht, wo du dich retten kannst und du läufst dahin und du bist bei der Zuflucht angekommen, unter einem Dach, unter einem schützenden Gebäude oder so und dort schüttest du dann alles aus, was dich bewegt. Dort kommst du zur Ruhe. Das ist das Bild, was wir hier haben. Wir haben in unserem Leben Stürme und Anfeindungen und Krisenzeiten und was wir tun sollen, ist schleunigst zu dem zu rennen, wo wir unsere Zuflucht haben und dort nicht einfach nur stehen bleiben und uns freuen, dass wir in Sicherheit sind, sondern unser Herz ausschütten. Das ausschütten, was auf unserem Herzen liegt. Das ausschütten, was an die Oberfläche kommt oder gekommen ist, auch in den letzten Wochen. Und ich lade dich ein, dass du das tust, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt zu jeder Zeit und dass du dein Herz ausschüttest. Wann war es das letzte Mal, dass du dein Herz vor Gott ausgeschüttet hast? Wann war es das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast und Gott einfach das gebracht hast, was auf deinem Herzen ist? Und manchmal braucht das Zeit, weil wir selbst nicht genau immer wissen, was auf unserem Herzen eigentlich ist. Manchmal braucht das Ruhe, manchmal braucht das vielleicht auch mehrere Tage oder Wochen, dass Dinge hochkommen, die wir zulassen und die wir dann ausschütten. Die wir nicht bei uns selbst behalten, die wir nicht versuchen selbst zu regeln, sondern auszuschütten und vor Gott zu bringen. Das ist seine Medizin für uns in Krisenzeiten. Er ist der Fels, auf den wir vertrauen dürfen und wo wir unser Herz ausschütten dürfen. Und zum Schluss des Psalms und zum Schluss der Predigt habe ich noch zwei Bonushäppchen für euch. Beziehungsweise David hat sie eigentlich für uns. Was hat David gelernt? Er zieht ein Fazit aus all den Dingen, aus seinen Krisenzeiten, aus seinem Wissen. Gott ist mein Fels und meine Rettung und wir dürfen auf ihn vertrauen, unser Herz ausschütten. Und er sagt, hier, die zwei Dinge, behalte die in deinem Leben. Er sagt, Gott hat alle Macht. Vers 12, alle Macht liegt allein in Gottes Händen. Gott hat alle Macht. Das ist eine wunderbare Zusage für alle, die ihm vertrauen. Es ist eine schlechte Aussage, eine schlechte Nachricht für alle, die sich selbst gegen Gott stellen, die auf sich selbst vertrauen, die ihren eigenen Ruf und ihre eigene Anerkennung, ihre eigene Ehre suchen und groß machen wollen. Für die ist das eine schlechte Nachricht, weil Gott alle Macht hat. Und Gott sich gegen die stellt, die sich selbst erhöhen, die von sich selbst groß denken. Aber es ist eine gute Nachricht für alle, die ihm vertrauen. Die zu ihm kommen als die Zuflucht, die auf ihn vertrauen als dem Felsen. Gehörst du zu denen, die ihm vertrauen? Die sagen, ja, er ist mein Fels und er soll es sein und ich will das leben. Dann ist diese Zusage für dich, Gott hat alle Macht. Du darfst darauf vertrauen, dass er allmächtig ist, dass er wirkt, dass nichts außerhalb seiner Kontrolle passiert, auch nicht in dieser Krise. Gott hat nach wie vor alles im Griff. Und das Zweite, was David uns mitgibt, Gott hat Gnade. Bei ihm ist die Gnade, Vers 13, ja Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Gnade bedeutet, dass Gott uns unverdient etwas schenkt, frei. Dass wir etwas empfangen, ein Geschenk,
was wir nicht verdient und erarbeitet haben. Was wir bekommen, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern einfach, weil Gott großzügig ist. Weil Gott liebevoll ist, weil Gott treu ist, weil er zu seinem Wort steht. Und das gilt für David, dass Gott zu seinem Volk steht und zu seinem Wort, was er David und dem Volk gegeben hat. Und wie viel mehr gilt das für uns, wo wir viele Jahre später leben und wo wir zurückblicken können und sehen, Gott hat uns seine Gnade am meisten darin gezeigt, dass er seinen Sohn am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, der an unserer Stelle für unsere Schuld gestorben ist. Er hat uns Gnade über Gnade erwiesen. Er hat uns ein freies, kostenloses Geschenk gemacht. Er hat uns das ewige Leben geschenkt, nicht weil wir es selbst verdient hätten, sondern weil er so großzügig ist und weil er unsere Rettung ist, weil er uns selbst gerettet hat. Wir erleben Gottes Rettung allein in Jesus Christus. Und das ist die Grundlage, wie wir ihn zu unserem Felsen machen. Wie er diese feste, solide Grundlage mitten in Krisenzeiten ist. Und ich will dich ermutigen, dass du auch von diesem Gottesdienst nach Hause gehst oder in die Woche gehst und dass du reflektierst, was in dieser Krisenzeit passiert ist oder was bei dir an die Oberfläche gekommen ist. Dass du aber in dem Wissen und in dieser Zusage Gottes da reingehst und sagst, er ist mein Fels und er ist meine Rettung. Bei ihm habe ich meine Zuflucht, bei ihm habe ich meinen Halt. Und dass du ganz neu auf ihn vertrauen darfst. Und dass du dein Vertrauen zeigst und praktisch machst, indem du dein Herz vor ihm ausschüttest. Wie diesen Rucksack, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir Gott als unseren Felsen und als unsere Rettung erleben. Und das mitten in dieser Krisenzeit, mitten in den Herausforderungen unseres Lebens. Ich wünsche euch Gottes Segen, Gottes Kraft dafür. Und seine Liebe und seine Weisheit. Amen.